In den heutigen Joker News ist das der erste Schritt in Richtung eigene Suchmaschine. Bald können wir Apple Intelligence testen, der Termin steht fest. Und neue Hinweise zum iPhone 17 Slim, die verraten, was uns da erwartet. Nur so viel, Form folgt Funktion. Und es gibt das erste Mal Handfestes zu einem faltbaren iPhone. Alles jetzt in den Joker News. Viel Spaß! Was geht ab? Hier ist ein Joker rund um Apple mit den Joker News zum Wochenende. Einfach mal vorneweg wollte ich Danke sagen an alle, die immer wieder hier auf dem Kanal vorbeischauen. Das nehme ich nicht als selbstverständlich und wollte das mal ganz kurz loswerden. Tausend Dank an euch und jetzt würde ich sagen, lass uns direkt loslegen. Ist das ein erster Blick auf Apples eigene Suchmaschine? Immer wieder bei den Gerüchten, dass Apple irgendwann eine eigene Suchmaschine auf den Markt bringen und sich damit von Google lossagen könnte. Doch nach wie vor sind sehr, sehr viele Dienste von Apple app-basiert, sprich, sie finden nicht oder nur sehr eingeschränkt im Web bzw. über den Browser statt. Das hat sich jetzt für einen Dienst geändert, der sicherlich als Teil einer Suchmaschine dazugehören würde und das ist Apple Karten. Apple Karten startet in eine Beta-Phase und ihr könnt es jetzt auf beta.maps.apple.com ausprobieren und testen. Leider fehlt noch das eigene Profil, aber ich bin mir sicher, dass es irgendwann kommt und es dann die Möglichkeit gibt, seine eigenen Routen zu speichern bzw. auf seine Favoriten zuzugreifen. An dieser Stelle mal eine ganz kurze Frage an euch. Vertraut ihr eigentlich eurem Internetanbieter? Habt ihr mal darüber nachgedacht, dass euer gesamter Internetverkehr bei eurem Anbieter landet? Dass da möglicherweise jemand sitzt und denkt, boah, Digga, der ist schon wieder auf YouTube unterwegs. Gut, wir wissen natürlich nicht, was da so bei einem Internetanbieter läuft, aber genau das ist das Problem. Ich habe keine Ahnung, was da mit meinen Daten passiert und deswegen lobe ich mir NordVPN. Ich nutze NordVPN jetzt schon seit fast 10 Jahren und weiß, da passiert rein gar nichts mit meinen Daten. NordVPN hat einen No-Log-Grundsatz, der von unabhängigen Prüfern bestätigt ist. Wenn euch also auch nur ein bisschen Schutz an euren Daten gelegen ist, kann ich NordVPN nur wärmstens empfehlen. Denn mit den Funktionen wie dem integrierten Bedrohungsschutz, dem Dark Web Monitor, dem Meshnet und natürlich auch der Möglichkeit, den eigenen virtuellen Standort nach Belieben zu verändern, ist NordVPN ein extrem starkes Gesamtpaket. Mit meinem Link unten in der Beschreibung könnt ihr euch beim 2-Jahres-Paket auch noch 4 extra Monate sichern. Checkt NordVPN auf jeden Fall einmal aus und jetzt würde ich sagen, weiter geht's. Die iOS 18 Beta ist im vollen Gange und zwar im Moment in der 4. Beta und gibt einem schon mal einen guten Überblick über die kommenden Funktionen. Aber der Elefant im Raum ist natürlich Apple Intelligence, was ja erstmal nur in den USA an den Start geht und wir abwarten müssen, ob Apple sich mit der EU einigt, ohne dass es Strafen hagelt. Nichtsdestotrotz werden die neuen Funktionen sicherlich in der Beta getestet werden müssen und immer wieder fragen wir uns, wann? Auf der Entwicklerseite für Apple Intelligence hat Apple heimlich still und leise am unteren Rand das Label entfernt, dass Apple Intelligence diesen Sommer startet. Aber das soll nicht heißen, dass es nicht in der Beta kommt, denn Apple hat angefangen, ähnlich wie beim Launch der Vision Pro, In-Person-Sessions mit Entwicklern für den 14. August in Cupertino zu vereinbaren. Und wenn ich jetzt mal meinen M89-Prozessor anschmeiße, dann wissen wir damit, wann Apple Intelligence in der Beta kommen wird. Denn für Entwickler wäre es ja gut, mit ihren Apps und Projekten zu diesem Event zu kommen und schon mal was ausprobiert zu haben. Plus, die Beta ist ja am 22. rausgekommen und Betas kommen alle 2 Wochen in der Regel. Was bedeutet, die Beta 5 würde am 5. August oder um den 5. August starten? Und dann werden wir einen ersten Blick auf Apple Intelligence werfen können. Ich bin extrem gespannt. Wer diesen Kanal schon länger verfolgt, der weiß, dass wir schon lange das Ultra-iPhone in den Gerüchten haben und immer wieder spekuliert haben. Derzeit ist noch absolut unklar, ob es kommen wird, wenn ja, wann es kommen wird und vor allen Dingen auch, was es können wird. In den letzten Wochen kamen ja neue Gerüchte zu einem ultra dünnen iPhone auf, was Apple wohl nächstes Jahr als ein völlig neues iPhone-Lineup präsentieren möchte, mit dem Fokus auf Design. Es soll sehr dünn, sehr leicht sein. Wir haben dazu auch noch ein extra Video gemacht, wo ihr gerne mal reinschauen könnt. Ich verlinke das mal am Ende des Videos und vor allen Dingen auch hier unten in der Beschreibung. Jetzt hat auf jeden Fall einer, der ein bisschen tiefer in der Materie steckt, Apple-Analyst Ming-Chi Kuo, weitere Details zu dem ultra dünnen iPhone veröffentlicht. Kuo erwartet, dass das Gerät mit einem 6,6 Zoll Display kommt, mit Dynamic Island, einem Standard A19-Chip anstelle eines A19-Pro-Chips, einer einzigen Kamera auf der Rückseite und es soll das erste iPhone sein, was mit Apples selbstproduziertem 5G-Chip ausgestattet sein soll. Er erwartet auch, dass das Gerät einen Titan-Aluminium-Rahmen hat,
aber mit einem geringeren Anteil an Titan als bei den iPhone 15 Pro Modellen. Q sagt auch, dass nicht klar ist, ob es das Ultra-iPhone sein wird, was wir immer wieder in den Gerüchten haben. Das iPhone 17 Plus soll ja dann eingestellt werden und dieses iPhone soll es nicht ersetzen. Er geht davon aus, dass Apple neue Richtungen bzw. Kategorien testet und dieses iPhone am oberen Ende positionieren wird. Das heißt, muchos monetos. Das iPhone soll mehr auf Design setzen als auf Spezifikationen. Und wenn ihr mich fragt, wird es definitiv funktionieren. Es hat schon bei der Apple Watch Ultra funktioniert. Und wir hier auf YouTube machen uns viel aus der Funktion. Aber ich kenne eine Menge Leute da draußen, für die Form und das Design mehr zählt als jede Spezifikation. 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 Bisschen Spanisch ist er heute. Spezifikation. Faltbare Smartphones. Es scheiden sich die Geister daran. Manche feiern es und wollen nie wieder ein normales Smartphone. Andere verstehen einfach den Hype nicht und wollen bei ihrem normalen Smartphone bleiben. Apple hat diesen Markt bisher einfach komplett gemieden. Vermutlich auch, weil sich die iPhones immer noch sehr, sehr gut verkaufen. Warum also den Markt kaputt machen? Aber untätig scheinen sie trotzdem nicht gewesen zu sein, denn jetzt gibt es das erste Mal Handfestes zu einem faltbaren iPhone. In den letzten Jahren wurde ja immer wieder spekuliert, dass Apple zuerst ein faltbares iPad auf den Markt bringen würde, um die Reaktion des Marktes zu messen und Verkaufserfahrung zu sammeln, bevor die Technologie ins iPhone eingeführt wird. Aber aufgrund, dass faltbare Smartphones auf dem chinesischen Markt sehr beliebt sind, soll Apple laut The Information dieses Projekt vom faltbaren iPad zum faltbaren iPhone gewechselt haben. Das Gerät wird angeblich mit dem Codenamen V68 bei Apple intern geführt, was darauf hindeutet, dass die Arbeit vorangeht. Und der Bericht behauptet, dass das Gerät ein sogenanntes Clamshell-Design haben würde, ähnlich wie Samsungs Galaxy Z Flip. Laut diesem Bericht soll Apple in den letzten Monaten Lieferanten in Asien kontaktiert haben, um Komponenten für das Gerät herzustellen. Derzeit soll es Schwierigkeiten geben, was ja bei allen faltbaren Smartphones bekannt ist, die sichtbare Falte beim Zuklappen zu beseitigen. Aber wer, wenn nicht Apple, sollte diese Hürde nehmen können? Was die Größe angeht, soll es ähnliche Abmessungen wie die aktuellen iPhones geben. Jedoch, Überraschung, es soll faltbar sein. Also, die nächsten Jahre werden auf jeden Fall spannend. Erstmal softwareseitig mit Apple Intelligence, dann das Slim iPhone und ein faltbares. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was euer Favorit ist. Ich werde euch natürlich hier auf dem Laufenden halten, sobald es Neuigkeiten rund um Apple gibt. Das soll es mit den Joker News gewesen sein. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut, ihr Lieben. Ciao.